Hi Leute, willkommen in der nächsten Folge von Ready or Not. Heute spielen wir die zweite Mission. Die erste war in der Tankstelle, das hat ja soweit ganz gut geklappt. Wir wurden auch in der Tat gar nicht verletzt bei der Sache. Mit den Waffen war ich eigentlich auch soweit zufrieden. Und das mit der Munition hat eigentlich geholfen, finde ich. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass die direkt handlungsunfähig werden bei der Aktion. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, dass wir da das Ganze mal ein bisschen umstellen. So, die sind ja auf Team Panzer. Das heißt, die stellen wir jetzt auch mal um auf die Hullmantelgeschosse. Beziehungsweise wir speichern hier einfach eine neue Vorlage ab. Die nennen wir ohne Panzer. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau zeichnen soll. So, dann stellen wir den um. Dann brauchen die ja nicht alle das Videoskop. Das ist auch sinnfrei. Ich glaube, das machen wir individuell. Alpha, also wir haben ja im Grunde 4 Leute mit dabei. Dann lassen wir bei den zwei vorne das drin und ja, da hatten wir dann noch eine Türöffner, Schrotflinte, Gas, Blendgranate. Wir haben ja auch so schon Blendgranaten dabei. Wir nehmen einfach mal hier noch die Schrotflinte mit, um die Türen zu öffnen. Dann speichern wir das Ganze ab. Ohne Panzer. So, überschreiben das. Jetzt hat die Munition. Muss ich mal nochmal mit der Munition da gucken. Was jetzt hier richtig. Ne, jetzt ist das ja auch wieder falsch. Also irgendwie. Ich finde die Menüführung jetzt echt nicht genial. Lasst mal jetzt auf den Alpha schauen. Da haben wir es richtig eingestellt. Den jetzt umstellen. Wir löschen jetzt hier einfach mal Main raus. Wir löschen Main 2 raus. Alles mal weg hier, was ich da mal angelegt hatte. Main Team löschen wir auch. So. Da wird die Munition aber hier nicht angezeigt, oder? Doch, Witze. Machen wir das auch für die Pistole. Das heißt, ohne Panzer, das überschreiben wir jetzt. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Munition dann getrennt. Eigentlich müssten wir für alle 4, also zumindest mal müssten wir eine Vorlage machen für jeweils, also 2 Stück separat fürs Team. Einer der vorne und einer der hinten dran, sonst haben die nämlich alle immer das Videoskop dabei oder wie das Ding da heißt. Mache ich jetzt mal noch manuell. Das heißt, er bekommt das Teil hier mit. So, Bravo. Machen wir ohne Panzer. So, und der bekommt die Schrotflinte. Delta bekommt das gleiche. Und Bravo. Charlie ist es dann. Videoskop. Oh je, ich finde das echt schlecht hier gemacht. So, Alpha, lass mal gucken. Videoskop. Und Charlie wäre dann auch mit Videoskop. Delta mit der Schrotflinte und Bravo mit der Schrotflinte. So sollte es jetzt eigentlich passen. Hoffe ich zumindest mal.
Und dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Besprechung der nächsten Mission. Wir spielen das Ganze hier nochmal in dem Iron Man Modus. Und dann wählen wir den nächsten Einsatz aus und schauen uns mal an, was da so Sache ist. So, Einsatzbesprechung. Okay, es gab einen Anruf. Apartmentkomplex. Geiselnahme. Da haben sich zwei verbarrikadiert. Ja, jetzt habe ich es aber. Und ja. Er hat seine Mutter erschossen und so weiter. Verhandlungen sind schiefgelaufen und. Ansonsten. Ja, also es ist ein Apartmentkomplex mit mehreren Wohnungen. Und die sind halt auch in mehreren Wohnungen verteilt. Verdächtige ist Michael Williams. Den sollen wir auch verhaften. Wenn wir das hinbekommen. Zivilisten gibt es noch diverse. Irgendwas in den Medien, das habe ich schon so ganz begriffen. Und der Michael Williams ist aber auch der, der den Notruf abgesetzt hat. Ohne da jetzt großartig drauf einzugehen. So, hier hätten wir schon mal die Karte. Es gibt zwei Stockwerke. Zumindest mal jetzt hier in der Karte, aber ich meine, es gibt sogar mehr. Ja, es gibt nämlich noch ein Erdgeschoss, wo wir auch reinkommen. Das hier ist nämlich dann schon oben. Also hier müssen wir rein. Da müssen wir rein. Da gibt es halt auch diverse Zugänge. Die Aufstellung, die lassen wir so drin. Und einen Zugriffspunkt können wir hier jetzt auch gar nicht definieren, wie es scheint. Einstiegspunkt. Ah, okay, null Einstiegspunkt. Ist das hier ein E am Schluss oder kann ich das nur so schlecht lesen? Also da gibt es keine Einstiegspunkte, das heißt, wir müssen da von der Straße aus rein. Und hier haben wir einen Flur. Ja, das werden wir gleich sehen. Ist ganz nett, die Mission, aber auch schon relativ schwierig, finde ich. Denn da passiert einiges und das schauen wir uns jetzt einfach mal hier an und hoffe, dass ich dabei nicht drauf gehe. Ja, und mit dem Modus hier macht es natürlich das Ganze echt spannender. Wenn wir da einmal sterben, dann können wir den Spielstand wegschmeißen. Der ist dann einfach nicht mehr da. So soll das zumindest mal sein. Talk to Entry Team. Entry Team. Status of the active shooter threat is currently unknown. Move in and secure the area quickly. Okay, hier gibt's auch Balkone. Got a point. So, wir können uns hier nochmal retten über den Punkt hier, das wäre dann die Möglichkeit, dass wir jetzt hier nicht unbedingt sterben. Frage ist, arbeiten wir uns von unten nach oben oder von oben nach unten? One floor at a time.
Ich glaube, wir gehen durch die Lobby rein. All teams. Jam the door. Door jam ready. Jammed it. Irgendwie könnte man sich doch da, glaube ich, noch ein bisschen weiter zur Seite lehnen, meine ich. Slowly get down on the ground! LSPD, don't move! Put your hands up! Ich sehe keinen. Oh, wir sind ja aber die kompletten Etagen hier. Okay, da haben wir einen. Arrest him. I got him. Cooperate and you will be fine. This is the kind of place where the civilian is good to go. Civilian is good to go. Compliant. Talk reporting. Copy that. Ich denke, wir können hoch. Police, hands up! Hands up! Down on your knees! Down on the ground, now! Okay. Element, the dock. They're down. Get down. I want to see hands. Copy that, entry team. Notifying morgue. Blue team. Move and clear. I'm good to go. Red. On me. Move. I got a hallway up ahead. Dim light out. Good here. Good to go. Dim light. You'll be safe. Ready. Ei. Talk reporting. Roger that. Medical assistance is standing by. Bag it. Got a bag. Suspect isn't going anywhere. Block the door. Wedge here. Wedge is in. We're good. Put the stack on this door. Got it. Die Tür haben wir dicht gemacht. Jetzt guck ich mal, das hier war glaube ich auch eine Tür, wo wir durch können, oder? Nein, okay, da ne. Also wir sind hier oben erstmal safe. Jetzt gehen wir nochmal zu unten, den.
Ich habe hier schon echt brutal Schaden hier eingesteckt. Also von hinten kann eigentlich keiner kommen. Element. Blue. Kann der die Tür auch schließen? Nee, ne? Door jam, go! Gerufen. Okay, nee, ist ja auch nix. Block that door. Gonna jam it. Wedge is ready. Okay. So, hier ist keine Tür, wo wir durch müssen. Komplett die Orientierung verloren. Achso, wir sind ja auf der Etage, okay. Das heißt, hier kann eigentlich jetzt nichts mehr kommen. Over there. I'm away. Fall in behind me. You got point. Ah ja, super. Man, am I thirsty. Gotta be someone to drink around here. Wir sind ganz oben. Okay, die lassen wir da stehen. Wir nähern uns jetzt von der anderen Seite. Zumindest glaube ich mal, dass das hier ganz oben ist. Trotzdem auf die Balkone aufpassen. Sehen wir eigentlich, welche wir jetzt da dabei haben? Ist das rot oder blau? Ich habe keine Ahnung. Sein, oder? Red Team. Pick up that deployable. Jetzt habe ich den Falschen gerufen. Verdammt. Gold. Split and provide cover on this door. Red, Gold Team, Red Team, All nee, Teams. Ich kann die ja gar nicht auswählen. Ja, wir sind da dann gelaufen. Split. Roger.
Red. Element. Red Team. Gold. Jetzt kommen sie irgendwie alle. Ja, komm, dann machen wir jetzt das hier von der Seite. Gold Team, split the door. Moving up. Blue Team. Lass den mal rein. Take it with the mirror. Done. Move there. Mirror's rigged. Nee, nee, oh Gott. Split and cover. Alright. Wo sind denn die anderen zwei jetzt schon wieder hin? On me. I got you. Oh, okay. Post up and cover the area. Mirror it. 10-4. Wand is ready. Hat hier schon einen Schuss abbekommen? Der blutet doch. Got multiple openings here. Safe. All good here. Pull the door and toss a stinger. That's affirmative. Stinger. Opening on the right. LSPD, don't move! I got nothing here. Hands on your head, now! Get down on your knees! I'm not going back into the fucking... Turn around. Keep your hands up. Entry team to talk. We have a civilian in custody and ready for transport. Talk to entry team. Copy that. Trailer's incoming. Wollen noch aufpassen? Blue. Split the stack and provide cover. Okay, von hier kann nirgends einer kommen. Okay. Open the door, clear with stingers. No problem. Stinger. Suspect is down and in need of medical attention. Talk to entry team. Affirmative. Make them stable and proceed with mission. Nada. I got it. Secure. Cuffing. Suspect detained. Element to talk. One down. Talk to entry team. Copy that, entry team. Tripped up. Notifying trailers. Stay. Use the door jam. Wedge ready.
Ah ne, da sind wir hergekommen. Okay, das passt. Red. On me, move. On your six. Okay, er ist blockiert. Ja, also ich hatte jetzt für die zwei echt keine Zeit, dann noch zu fragen, ob die aufgeben. Außerdem haben die schon geschossen. Dann geht's hier weiter. Split the stack on this door. I'm good to go. In the way, Chief. In the way, Chief. Mirror for contacts. No problem. Mirror's ready. Opening on the left. Looks good. No contacts. Blow the lock. Deploy flashbangs and clear. Oh, da habe ich aber schlecht gestanden. Light stick out. Empty over here. No contacts. I'll get it. Going in the cuff. Making it safe. Got it bad. Zipped up and good to go. Ja, das hier sieht aber schwer nach einer Bitcoin Mining Farm aus. Das muss aber echt gut gekühlt werden hier. Jetzt haben wir jetzt zwei Türen, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Oh, da ist ein Raum, okay, gut dann. Need to talk. Collecting evidence. Okay, die Serverfarm haben wir gemeldet. Zivilisten retten, Ordnung ins Chaos, Michael verhaften. Gut. Ja, da ist der Hausflur. Können wir das dann nicht knacken lassen? Moment mal. Türstopper entfernen. Okay, das ist auch eine Option. Vielleicht hier auch noch mal zwei drin gestanden. So, hier sollte eigentlich keiner sein. Oben oder weiß ich mich da ja, das war oben gewesen. Genau, das ist unser letzter Raum. Split and provide cover on this door. Door is locked. Let's go.
Wie wähle ich denn jetzt eigentlich dieses... Ah, auf der 5 geht das, okay. Kann ich das hier nicht benutzen? Ma'am. What was the last time he offered to help with anything? Staubsaugerroboter. Scheinen aber dann einige drin zu sein. Teams. Beginnen mit Stinger rein. C2 and Stinger. Confirm. Setting it now. Deploying. Go! Open up, I've got a fucking hands up! Drop the weapon! Get down I'm now! Dropping a light. Get down now! Threat down! I got cuffs. Don't move, suspect all right? Cuffed and stay secure. Still for me. Hey. Ready to hit the road. I'll zip it up. Top. Evidence secure. This is talk. Turn around slowly. Notifying trailers. Ow! Lead the talk. Civilian secure. Talk to element. Copy entry team notifying trailers. Zip them up. Got it. I don't negotiate. Got them all zipped up. Lead the talk. Good to go. Suspect, good to go. Talk to element. Roger, entry team. Great work. Keep going. Post up. That's affirmative. Enter the room and clear. Let's go! I got nothing here. I'll got cuffs. Making a mistake. Got him. What is all this shit? Haben wir die Waffe da auch geholt? Ich hab doch eine gesehen, oder? Okay, wir sind aber durch. Und... würde ich sagen. Talk to entry team. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Schauen wir mal, wie gut wir waren. Oder wie schlecht. Okay, B. Okay, die sind ängstlich. Ja. Dann gehen wir mal zur Wache zurück. Wir haben das ja auch knapp überlebt. Jetzt gucken wir mal in unser Dingens da rein. So, und wie macht man das jetzt hier genau?
Status ängstlich, ja. Und wie geht der Status ängstlich dann? Okay, wir haben hier aber keine Möglichkeit mehr jetzt. Gehen wir mal auf die Aufstellung zurück. Oder sagen wir, machen den da rein. Den da rein. Den da rein. So, dann muss aber ein Ängstlicher muss eben noch dabei bleiben. Ich kann es nicht ändern. Ich hab nicht mehr Leute. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das auch wieder weggeht oder... Ich kann ja nichts aktiv jetzt hier machen. Ich kenne mich jetzt aber auch damit aus. Okay, mit mehreren Missionen können wir da scheinbar aber irgendwas machen. Dafür müssen wir mehrere Missionen spielen, um das hier freizuschalten. Also gut, wir lassen es jetzt einfach mal so eingestellt und... Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Was können wir denn hier noch machen? Hier werden die ganzen Beweismittel eingelagert und wir können uns den Teddybären da anschauen. Okay, in dem Raum war ich auch noch nie. Lass uns mal den Laden hier mal noch erkunden. Türen haben wir hier eigentlich keine, die wir öffnen können. Detective Büro. Können wir auch mit nichts und niemandem interagieren. Jetzt sind wir hier im Hauptflur. Training Facility. Sind wir hergekommen? Jetzt gucken wir mal einfach hier. Sergeant Hoffman, please call switchboard. Ah, okay. Sergeant Hoffman, please call switchboard. Hier hätten wir den Umkleideraum. Können wir unseren Charakter anpassen, wie auch am Trainingsstand schon. Hier können wir Ready or Not spielen. Ist ja auch mal ulkig hier. Ausrüstung konfigurieren. Das müsste aber dasselbe Menü sein. Okay. Schießstand. Ich verstehe nur nicht ganz, warum die Haustür zu ist. Die war bis jetzt immer offen gewesen. Keine Ahnung, warum man da nicht mehr raus kann.
sonst hätten wir hier auch nichts weiter. Kommen wir dann da hinten noch hin? Alles geschlossene Türen. Okay, hier ist so die sozusagen die Notrufzentrale, nehme ich mal an. Officer Roberts, please report to staff services. Officer Roberts, report to staff services. Und hier sind Gefangene. Ist das nicht der Typ, den wir auch verhaftet haben? Ah ja, euch haben wir verhaftet, ne? Schön. Jetzt sitzt er hier. Seid ihr ja weit gekommen. Gut, ne, ansonsten hätten wir das alles. Eigentlich ganz nett gemacht, dass das hier so alles angezeigt wird, statt einfach nur plump von einem Menü in die Mission zu starten. Ja, und hier ist die Rezeption. Das mit der Tür hier, das irritiert mich. Das werden wir mit Sicherheit noch rausfinden. Und dann hätten wir jetzt erstmal alles. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.